Verdammt nochmal! Er wusste doch, diese Scheißspinnen sind giftig. Dieser verrückte Spinner kam dann mit dieser 3-Meter-Schlange auf mich zu. Plötzlich fängt diese Schlange an, mich zu würgen. Ich spürte schon dieses Scheißgift in meinen Adern laufen. Und als er mit dieser Schlange durch die Tür kam, dass es für mich kein Zurück mehr gab. Wer ist Koda? Und warum ist er so erfolgreich? Koda wurde berühmt durch seine Haustiersammlung. Spinnen, Schlangen, Chamäleon. Wie gefährlich eine Spinne oder eine Schlange sein kann, erfahrt ihr in diesem Video. Wir haben 5.30 Uhr. Ich bin scheiße müde. Und wir fliegen heute nach Düsseldorf. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Angst, denn es wird heute giftig und krabbelig. Ich werde auf jeden Fall immer nervöser, je näher wir an das Ziel kommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was mich da erwarten wird. Und ich sage euch ehrlich, ich habe echt Angst. The red sun rose this morning. Dark skies pronounce your warning. No. In Düsseldorf angekommen. Leider gibt es jetzt kein Zurück mehr. Die persönliche Assistentin von Koda Dre holt uns gleich ab und dann geht es dem Wahnsinn entgegen. Ich bin auf jeden Fall ein Tick nervöser geworden. Ich bin sehr gespannt, was mich danach gleich erwartet. Koda, wenn du da siehst, ich hoffe, du nimmst mich nicht auseinander. Als wir angekommen sind, da dachte ich mir einfach, was mache ich überhaupt? Als wir immer näher kamen, hatte ich immer mehr Panik und immer mehr Angst. Der Schweiß lief richtig schnell runter, mein Herz pochte richtig und ich war echt richtig aufgeregt. Oh. Nico, was machst du denn hier? Was? Hä? Du weißt doch, Echsenausbildung und so weiter. Ich bin immer sonntags hier, jeden Sonntag. Wie, ihr kennt euch? Hä? Und als ich erfahren habe, dass er eine Spinnenphobie hat, da dachte ich mir, nein, nein, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Er muss eigentlich arbeiten. Nee, ich komme immer hierher. Ausbildung zum Echsenmann. Als ich da reinkam, da ist mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Als ich den Vollidioten da gesehen habe, da dachte ich mir, wer arbeitet denn im Büro? Was macht der hier? So Männer, da ihr euch kennt und eure Differenzen beiseite gelegt habt, können wir jetzt endlich anfangen. Ihr habt jetzt die Wahl zwischen Spinne und Schlange. Ah, Spinne bitte für mich. Warum müssen eine Spinne? Ich will die Spinne. Ich habe eine Schlangenphobie. Dann kriegst du die Schlange, mir egal. So machen wir das. Du kriegst die Schlange. Wir wollen doch heute was schaffen hier, oder nicht? Ja, aber ich habe echt nein. Doch. Ich glaube, da gibt's kein Aber. Du kriegst die Schlange. Muss das sein? Ja. Und irgendwie, egal wie, musste ich dafür sorgen, dass er die Spinne bekommt. Ich habe mir gedacht, scheiß drauf, täusch einfach eine Schlangenphobie vor. Dennis, komm mal bitte mit, ich muss mit dir reden. Du weißt, ich habe eine krasse Schlangenphobie. Okay. Ich schaff das nicht. Mein Magen, Alter, der ist jetzt schon auf 180, der dreht sich im Kreis. Ich mir spei übel. Ich muss mich übergeben gleich. Ich glaub an dich. Das kriegst du hin. Nein. Ich bin mir ziemlich sicher. Bitte. Um diesen Spinner 100% davon zu überzeugen, dass er mir das abnimmt, dass ich eine Schlangenphobie habe, habe ich einfach so getan, als ob die vegane Pizza aus mir rauskam wie ein Tornado. Nico, was machst du da drin? Was machst du? Boah, die vegane Pizza, also die musste gerade da raus. Ich hab's dir gesagt, das ist so schlecht. Das geschieht dir recht, weil du nicht arbeitest. Ich krieg das nicht hin. Doch, das kriegst du hin, ich glaub an dich. In diesem Moment wusste ich ganz genau, jetzt habe ich ihn.
dieses Dreckschwein. Ja Leute, wer mich von euch kennt, weiß, dass ich gerne mit gefährlichen Tieren hantiere und mir zum Beispiel giftige Spinnen in mein Gesicht packe. Und heute möchte ich mit dem Dennis und mit dem Nico, ja, ich möchte, dass sie aus ihrer Komfortzone herauskommen und auch mal ein bisschen was machen müssen, zum Beispiel Riesenschlangen in die Hand nehmen oder vielleicht auch mal eine giftige Spinne ins Gesicht setzen oder wenigstens auf den Händen. Und das Ganze ist nicht ungefährlich. Also ich sage immer, dass Spinnen sehr liebe Tiere sind, auch Schlangen. Aber nichtsdestotrotz sind es trotzdem Tiere, die unberechenbar sein können. Und einige von denen sind ziemlich giftig. Und wenn die gebissen werden, dann könnte das auch damit enden, dass sie zum Beispiel in das Krankenhaus müssen, was hier ein paar Minuten entfernt ist. Und als er diese Spinnen gesehen hat, ich habe es in seinen Augen gesehen, da passiert gerade in seiner Hose irgendwas. Und auch der Geruch, man hat ihn schon wahrnehmen können. Irgendwas ist da reingefluppt. Die Spinne? Ja. Ich kann dir ein paar Optionen geben auf jeden Fall. Und was wir richtig haben, krasses braucht er? Wir haben lieb, wir haben schnell, ja. Wir haben giftig, ja. Und wir haben groß. Gibt es auch eine Kombi zwischen alles schnell, giftig und groß? Oder zwei wenigstens. Giftig muss es sein, dass der richtig die Hose voll hat. Und also schnell wäre gut. Wir können eine giftige nehmen und drei schnelle auf ihn platzieren. Oh, ja. Hört sich richtig klasse an. Aha, ich freue mich. Zauber die jetzt herbei. Ich dachte, der hat sie schon in diesem Dame, keine Ahnung. Guck mal, die greift schon den Stab da an. Da kommt sie raus. Ach du Scheiße. Tschüss. Ui, die ist aber schnell. Oh Gott. Die ist wirklich schnell. Großer Mann. Boah, hör auf, warte. Hä? Der muss hier mit deinem Hohen. Warte mal, was? Was passiert da gerade? Ja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, setzen wir uns erstmal wieder. So, das ist die liebe Lola. Lola ist ganz lieb. Wie giftig ist die jetzt? Die ist minder giftig. Minder giftig? Ja, ist eine gute Einsteiger-Vogelspinne. Brachypelma hamori. Pack deine Hand mal am besten einfach hier hin. Ich pack dir die nicht drauf, also versprochen. Du darfst deine Hand hier hinpacken. Mein Angsthase. Wenn nicht? Da passiert erstmal nichts. Also ich pack dir die Spinne nicht drauf. Aber guck mal, die Spinne ist erstmal weg, ne? Die ist nicht bei dir. Mhm. Wie fühlst du dich gerade? Okay, meine Hände spitzen. Ja, das ist normal. Das sind körperliche Reaktionen. Was wirklich wichtig für dich ist, dass du dich lockerst. So, mach dich locker, atme normal, verkrampf nicht, guck mal, wenn ich mit der Spinne näher komme, man sieht. Wie? Du stockst direkt, so, du musst dich locker machen, komplett locker machen. Welche Gedanken hast du gerade, beziehungsweise Fragen? Fragen oder Gedanken, ich sag dir ehrlich, dass die Spinne mich einfach beißt oder einfach über meine Hand krabbelt und ich mich erschrecke. Mi. Okay, das mit dem Biss, ich nehme die Spinne hier mal, ich drehe sie um, ich fasse ihre Zähne an, ich streichle die Zähne. Und die könnte mich einfach greifen und jetzt beißen. Das macht ihr nicht, weil das ist ein liebes Tier. So. Ich verspreche dir, die Spinne kommt Hand drauf. Die kommt nicht auf dir drauf. Bis du sagst, du willst die Spinne haben, kommt die nicht auf deine Hand. Leg deine Hand an. Leg dir die nicht drauf, doch, so wie gesagt. Leg sie drauf. Ja, das geht nicht. Aber Spinnen können Kommandos übrigens, ne? Können die auch irgendwie holen Bällchen? Nein. Schade. Also was meine Spinnen können? Holen Bällchen. Wie gesagt, ich berühre dich mit dem Bein, kommt aber nicht auf dich drauf. Also nur mit dem Bein und ich nehme die direkt wieder. Sicher? 100%. Guck mal, bei mir in der Phobiebekämpfung ist es erst so, wenn du sagst, du willst die Spinne, kriegst du die. Vorher kriegst du die nicht. Einmal ablegen die Hand. Boah. So, aber das ist, Leute, das ist komplett normal. Also, ja, aber so vorher große Sprüche geglaubt. Ist die Angst, guck mal, siehst du, die kann. Ich mach das erst, wenn du ja sagst, ne? Ich zeig dir nur was ich hier mache. Du sagst ja und dann mache ich das. Die läuft nur über diese kleinen Finger und dann auf meine Hand direkt. Denk dran, normal atmen, nicht verkrampfen, mach dich locker. Ja, normal. Also ich bin ja kein Prankster oder so. Boah, ich sag dir, ich hab schon Angst vor dir. Boah, ich sag euch ehrlich, ich hab richtig Angst vor dem Ding. Du aber Hände, Finger ausstrecken. Ist auch normal. Arsch, das passt schon. Boah, ich hab schon Angst. Ich glaub an dich. Jungs, ich sag wir können aber auch eine andere holen gleich, wenn du nicht. Jungs, ich sag euch ehrlich, ihr denkt, ich bin voll die Pussy, aber das Ding ist echt irgendwie. Hat schon Respekt, das Teil. Da das hier alles Kopfsache ist, fangen wir auch mit dem Kopf an.
du dich runternehmen musst? Flashback von dem Video gerade. Du bist an sich bereit. Du musst dich einfach, du musst dich die Hand am besten einfach wegnehmen. Du musst dich einfach beruhigen. Klar, Respekt ist da so, aber das Tier wird dich nicht beißen. Meine Katze kann dir viel schlimmere Wunden zufügen. Willst du die runternehmen? Ja. Willst du die nicht kurz haben noch? Nee. Okay. Guck mal, sie chillt so gerne bei dir. Die will gar nicht mehr weg. Ich bin so ein super schucker Typ. Voll der Süße. Oder komm mal her. Der schätzt dich gar nicht. Doch, ich schätze dich schon. Runde 1 bestanden. Ja, okay, das mit der Spinne hast du geschafft. Dann finde ich sehr gut, sehr krass. Danke, Bro. Respekt. Ist auf jeden Fall eine dicke Ansage, sag ich euch ehrlich. Wenn ihr Angst habt vor Spinnen, kommt echt zu ihm. Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal lieber zu dir, oder? Der Abschluss kam so, deshalb ist gut. Die Schlangenphobie. Die Schlangenphobie? Ja. Ich weiß nicht. Muss sein. Ja. Die vegane Pizza, die, ich weiß nicht, ob die komplett schon draußen ist. Bei meinem Schlange, du kannst den Schwanz halt einfach nehmen. Ich halte den Kopf und dann tastest du dich so langsam an. Und irgendwann hast du die einfach. Dieser Idiot. Er rechnet damit, glaube ich, nicht, dass diese Schlange einen kompletten Menschen erwürgen könnte. So ein Vollhonk. Ich kack mir in die Hosen, Alter. Ich schwör's dir. Können wir nicht irgendwie so einen kleinen Gecko nochmal nehmen oder sowas? Ah, Entschuldigung, Bartagab. Ich krieg das nicht auf die Kette. Ich hab's dir gesehen. Hilfe. Echt? Ist sie groß? Da passt sogar ich rein. Da passt sogar ich rein. Und als er mit dieser Schlange durch die Tür kam, dachte ich mir, das war ein verdammt großer Fehler, die Schlangenphobie vorzutäuschen. Und wann beißt die, wenn ich schnell ruckartige Bewegungen mache? Bro, bei Schlangen kann man das nie sagen. Die ist lieb, das ist eine liebe Schlange so. Aber es kann bei Schlangen, wenn du irgendwas Komisches machst, eine komische Bewegung oder so, was dir nicht gefällt, dann zeigt die das. Aber die faucht dann erstmal mehrmals auf. Okay, weil. So, weißt du, wie. Was macht sie mit ihrer Zunge? Die riecht dich. Ob du lecker bist oder nicht. Boah. Ja, aber also ich habe auch Vertrauen in den Tieren. Also, jetzt könnt mich jetzt einfach hier in meine Hand beißen. Wieso merkt man die Schuppen? Die fühlt sich gar nicht an wie so eine Schlange irgendwie. Die sind immer kalt. Das sind Kaltblüter, sagt man ja zu Schlangen. Ja. Also, ich kann den Kopf hier einfach halten. Und ihr könnt die Schlange einfach so berühren. Boah. Am Schwanz. Ich fange einfach mal an. Hier ist ja nicht gefährlich. Warum macht sie das? Ah, hier merkt man die Schuppen unten am Bauch. Schön. Das ist wie so eine Kopfmassage. Geil. Spürst du richtig Druck? Also wirklich wie so ein Massage. Man merkt, du kriegst schwere Luft. Kann es sein, dass sie drückt? Doch, wenn ich jetzt so mache. War die das? Was hat er gerade gefaucht? Das ist Luft. Die sieht dich schon als Beute. Das macht's gleich. Und was ist die so normalerweise? Menschen. Menschen? Ja. Du bist auch gerade dran. Achtung, Katze. Katze ist hinter dir. Muss ich? Hinter dir. Alles gut, Schubber. Warte. Mietzi, komm. Schnell, sonst wirst du verspeist. Ich dachte echt, meine Angst ist schlimmer. Ich glaube, das Übergeben war. Vielleicht einfach der Schock so im Moment. Richtig. Und als die Schlange mich ansah, dachte ich, Scheiße, in dieses Maul passt sogar ich rein. Der Kopf ist mir noch ein bisschen ungehörig. Aber mir auch. Der ist du kannst ihn hier einfach mal nehmen. Ich lasse dich einmal kurz damit. Du kannst den Kopf so selber so lenken. Ja, guck hier. Das ist eigentlich unmöglich. Ich brauche da nicht so lang wie du mit den Spinnen. Du. Was redest du? Du hast großen Scheiße. Aber warum drückt die jetzt hier oben so zu? Die beißt mich gleich. Die hält sich ja fest. Ja, so. Ja, das merkt man. Wenn aber du Klingenzüge machst, dann hält sich ja auch fest. Ja. Du brauchst ja Halt so und die kann sich nur so festhalten. Ich habe mir das. Warum? Weil sie es nicht mag. Ja, das war so ein. Hey. Ich will den Veganer essen. Aber warum hat sie jetzt gefaucht? Mag sie jetzt. Was war jetzt der Wund oder? Das kann alles sein. Also, sie hat vielleicht nicht gemocht, wie du die Damen packst oder wo ich. So, ich kann vielleicht ein bisschen zu schnell. Würde sie jetzt nochmal fauchen, dann heißt es so, jetzt lass mich lieber zurück oder wie? Ja, wenn sie so richtig faucht, dann lasse ich sie schon. Ja, sind ja auch nur, die haben ja auch wahrscheinlich mal gute, mal schlechte Tage. Ja. Am besten nicht ganz heben, sondern einfach immer nur offen. Ja, genau. Also nicht zu sehr quetschen. Ey, das gibt's doch gar nicht. War das ein Fauchen? Ein bisschen, ja. Wie kann man. Weil auch dann ist halt. Wieso kann man so eine Angst so schnell ablegen? Ich weiß es, also es fühlt sich gerade so. Ja,
Jetzt gerade, das fühlt sich einfach an wie so... Bei euch funktioniert das so, weil ihr mir vertraut, denke ich mal. Ja, voll. Wenn jetzt irgendein anderer da wäre, den ihr nicht kennt, irgendein Fremder, der kommt mit Spinnen und sagt, ey, ich nehme euch jetzt die Angst vor Spinnen, so, dann würdet ihr auch denken, was laberst du? So, indem ihr... Das ist ja auch, sag ich mal, die Reichweite spielt da eine Rolle, so, dann meine Erfahrung, mein Wissen, dass man mir vertraut und durch das Vertrauen kann ich die Angst eigentlich lösen. Und Anfänger empfehlen dir, einmal um den Hals zu legen oder nicht? So Dennis, vor. Lebensversicherung? Lebensversicherung gibt's nicht bei denen Consulting. Hi, Süße. Geil. Alter, ich bin der Schlangengott. Was steht dir? Echt? Steht dir? Ich würde sagen. Ich sehe da Ice Outshank. Bitte mach sie von meinem Gesicht weg. Nee. Hör auf, provozier mich nicht. Geh jetzt weg von mir. Marvin, ey, ihr habt doch nicht lieb, oder? Komm! Ihr habt euch gestritten so. Ich finde wirklich. Mein Schokobär, Schokohase. Ich würde ihn gerne umarmen, so von der Schlange ganz weit weg. Ey, hör auf, provozier es nicht raus, ja? Ich dachte, du hast keine Angst. Ich habe keine Angst vor Spinnen, das ist nur Tarnung. Schlangen? Die einzige ich hatte Phobie. Die einzige die Schlange hier bist du, denn du arbeitest. Das ging aber schnell, echt. Und dann weiß ich, wie ich die zu handeln habe. Also zu deiner Frage, so, ich unterscheide ja zwischen rationale und irrationale Ängste. Irrationale Ängste sind zum Beispiel... Guck mal, die ist tiefenentspannt. Die lässt schon... ...der kleinen Spinne zu haben. Also, Lola gerade oder diese Schlange, also die können dich nicht wirklich verletzen, nicht töten. Kommst nicht in Lebensgefahr. Hör auf, nein, nicht ins Gesicht. Aber Angst vor 15 Menschen in der Schulklasse vorzusprechen oder so eine Schlange zu nehmen oder so eine andere Schlange, das sind halt so Ängste, die... Das ist so wie so ein Knoten, den man ganz einfach lösen kann im Kopf. Das ist auch ein Fauchen, oder? Das war jetzt schon ein bisschen mehr Fauchen. Ich würde sagen, wir lassen die Schlange in Ruhe. Test bestanden. Ja, aber du? Ich würde sagen, wir möchten die Schlange ja nicht provozieren. Ja, aber einmal auf deinen Schoß noch. Ganz. Die mag die dich. Ich weiß, die mag mich, die aber. Die spürt deine Ängste. Nein, das bei mir sind sie weg. Einmal um den Hals? Oder? Nee, einfach hier auf den Schoß. Das passt schon, die soll einfach mal hier lang schlittern. Du musst. Nimm den Kopf zu dir. Nimm den Kopf. Nein. Da nicht die Angst sofort weg. Nein. So ging es mir gerade. Einmal den Kopf. Das Ding, man merkt schon, der hat Druck. Der? Tu mal um den Hals legen. Kraft nein. Ist auf jeden Fall da. Ich würde sagen, wir lassen die arme Schlange in Ruhe, oder? Ja. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Also die beiden haben Mut bewiesen, Dennis und Nico. So, ihr könnt stolz auf euch sein. So, wie sind deine Gefühle jetzt danach? Also ich habe es mir irgendwie viel krasser vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Aber es war gar nicht so schlimm, wie man... Ja, das sind einfach nur die Ängste, die Psyche im Kopf. Das stimmt. Bei dir? Ich sag dir ehrlich, man kriegt so von klein auf eingetrichtert, hey, so Schlangen, Spinnen, voll gefährlich. Also klar, man hat Respekt, dass die Schlange hat vorhin auch gefaucht, aber ich fand es auch schlimmer, als eigentlich ist danach. Wenn man sich so einmal getraut hat, das ist, glaube ich, wirklich so diese Angst zu überwinden, ne, dann macht das schon auf jeden Fall Sinn. Aber wenn du die so wirklich einmal über die Hand laufen lassen hast, zum Beispiel bei der Spinne, dann hast du keine Angst mehr vor dem Ding. Ja, stimmt, das sage ich ja auch immer, das sind keine Monster, das sind halt einfach liebe Tiere. Die sind jetzt, also meine Tiere, die ich jetzt hier habe, die wir jetzt mit hantiert haben, sind jetzt nicht giftig. Da sieht es nochmal ein bisschen anders aus, weil da ist noch mehr mentale Stärke gefordert. Das können wir vielleicht nächstes Mal machen. Mit einer giftigen Schlange. Na, giftig, ja. Da bin ich auch raus. Ich habe keine vegane Pizza also, mehr. Bei giftigen Schlangen bin ich auch raus, aber eine giftige Spinne können wir... Giftige Spinne geht schon. Ich hoffe, sie beißt natürlich nicht. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich. Danke dir. Beim Anschauen. Also. Aber ist nicht richtig viel Spaß beim Anschauen? Jetzt sag mal am Schluss, da haben sie es ja schon gesehen. Ach so. Das Intro, genau. Danke, dass ihr angeschaut habt. So muss man sagen. Hattet ihr Spaß beim Schauen so? Ja, genau.